Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Willkommen zu unserer Abschlussserie der Interviews mit den EU-Spitzenkandidaten. Jeden Abend ist ein EU-Spitzenkandidat oder wie heute eine EU-Spitzenkandidatin bei uns zu Gast. Und heute ist es eben die EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Frau Schilling, war ein sehr bewegter Wahlkampf für Sie in den letzten Wochen. Vielleicht auch gleich einleitend gefragt, wie fair haben diese Vorwürfe Sie denn und auch das mediale Trommelfeuer rundherum Sie denn auch persönlich belastet? Weil das ist ja nichts, sage ich einmal, wo man jetzt einfach sagt, das geht jetzt spurlos an mir vorbei. Das stimmt natürlich und am Ende des Tages bin ich ein Mensch. Ein Mensch, der ich vorher auch war und jetzt ist es natürlich so gewesen, dass ich in den letzten Wochen auch immer mal wieder traurig war oder das, was mit mir gemacht hat. Ich bin nicht aus Teflon und es prallt nicht alles einfach an mir ab. Aber, und das ist, was mir sehr viel Mut gemacht hat, ich war die letzten Wochen total viel in Bundesländern unterwegs und habe mit ganz vielen Menschen auch sehr, sehr schöne Gespräche geführt. Tatsächlich sogar auch über Inhalte, darüber, wie man sich Politik in Zukunft vorstellt, was gute Klimapolitik heißen kann, was es sozialpolitisch braucht, warum wir endlich Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern brauchen, die auch wirklich gilt. Und da gab es auch ganz, ganz viele Momente, von denen ich sehr viel Kraft geschöpft und gezehrt habe. Und deswegen schaue ich eigentlich recht positiv in die nächsten Tage. Jetzt gibt es viele politische Beobachter, die gesagt haben, sie hätten sich vielleicht teilweise diese Aufregung ersparen können, wenn sie sich einfach direkt beim Ehepaar Born-Mehner entschuldigt hätten. Warum haben sie das eigentlich nicht gemacht? Ich habe mich mehrmals entschuldigt, nämlich bei den beiden direkt, aber auch öffentlich sehr oft für die Kränkungen und Missverständnisse, die da entstanden sind. Und ich glaube, ich habe mich zu dieser Sache echt oft genug verhalten. Und an diesem Punkt ist es jetzt, glaube ich, gut, dass das in geordneten Bahnen weiterverhandelt wird. Apropos geordnete Bahnen, jetzt hat das Ehepaar Born-Mehner sich ja zivilrechtlich geklagt. Am 21. Juni ist die erste Verhandlung. Die beiden haben auch hier im Studio gesagt, sie würden von dieser Klage absehen, wenn sie diesen öffentlichen Widerruf machen würden. Warum machen sie das eigentlich nicht? Dann würden sie sich diesen ganzen Prozess und den Trubel ersparen. Ich habe mich, wie gesagt, oft genug zu verhalten, dass mir leid tut, dass da Sorgen und Kränkungen entstanden sind. Nämlich wirklich, das wollte ich nie. Ich wollte nie, dass das in die Öffentlichkeit gelangt. Das haben schon andere gemacht, dass wir das jetzt seit mehr als 2 Wochen in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Ich habe mir einfach auch Sorgen gemacht und das kann ich nicht bestreiten, weil es so ist. Und wie gesagt, ich glaube, es ist total gut, wenn das jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit verhandelt wird, sondern in einem geordneten Setting. Ich glaube, es hat bei ganz vielen Menschen viele Emotionen verursacht und bei mir auch. Und eigentlich sollte Politik das ja nicht sein. Eigentlich sollten wir in der Politik darüber reden, wie wir die Gesellschaft und die Rahmen, die wir brauchen, so verändern, dass das Leben für die Menschen leistbarer, besser und grundsätzlich eins wird, wo sie mehr teilnehmen können, auch in politischen Prozessen. Abschließend dazu noch, dann sprechen wir gleich über die Inhalte, aber zum Schluss noch, was immer wieder der Vorwurf ist, der insbesondere von Veronika Born-Mehner kommt, ist, dass sie nie, also sie sagen immer wieder, es tut ihnen leid, wie das gelaufen ist und sie hätten das aus Sorge gemacht, aber Veronika Born-Mehner sagt, sie haben sie nie direkt mit den Vorwürfen konfrontiert. Warum haben Sie das eigentlich nicht gemacht, wenn Sie sich solche Sorgen um Sie gemacht haben, dass sie vermeintlich Opfer von Gewalt ist? Warum haben Sie sie nicht angesprochen? Sie war ja Ihre Freundin. Ich habe sehr oft gefragt, wie sie geht und ob alles okay ist und habe mir ehrlicherweise natürlich schwer getan, das ganz explizit anzusprechen. Ich habe das in meiner Wahrnehmung total oft implizit gemacht, habe total oft irgendwie nachgefragt, ob ich gerade irgendwas machen kann, ob ich irgendwie helfen kann. Ich war auch in Situationen da, wo ich gerade als Freundin unterstützend war. Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, weil das eben auch tief in den privaten Bereich reingeht, nämlich gar nicht jetzt in einem Zusammenhang davon, aber ich glaube, damit ist alles gesagt und dass sie das anders wahrgenommen hat, das tut mir auch leid und da gibt es sicher auch Dinge, an denen ich arbeiten kann, das noch direkter anzusprechen. In so einer Situation wollte ich sensibel damit umgehen.
Kommen wir vielleicht vom eigentlichen Thema weg, aber doch natürlich die Kommunikation des Ganzen. Es gab zwei Pressekonferenzen, wo einerseits sich dann der Vizekanzler entschuldigen musste für seinen gemurksige Furze-Sage, eine zweite Pressekonferenz, wo sich die Generalsekretärin Olga Voglauer entschuldigen musste für die Silberstein-Methoden, die sie dort gesagt hat. Jetzt auch im Nachhinein retrospektiv betrachtet, war das einfach eine katastrophale Krisenkommunikation? Ich glaube, was wir gesehen haben die letzten Wochen, ist, was das in Österreich noch nie so gegeben hat. Das hat auch der Chef vom Presserat festgestellt. Das heißt, wir sind in einer historisch einzigartigen Situation gerade, wie diese Berichterstattung gelaufen ist, wie die ganze Geschichte gelaufen ist. Und dass, wenn man vor einer neuen Geschichte steht, man nicht ganz perfekt damit umgeht, ist, glaube ich, klar. Und in dieser Krisenkommunikation, ich will es auch nicht schönreden, sind Dinge falsch gelaufen. Ich finde es wichtig, dass sich danach entschuldigt wird. Ich glaube, das ist auch was, das man mitnehmen kann in seine politische Kultur. Man sagt was, wenn was nicht super läuft, dann entschuldigt man sich dafür und damit könnte es auch gut sein. Ich muss trotzdem sagen, ich bin extrem dankbar, dass sich viele, viele Grüne, nicht nur Funktionärinnen, sondern auch Menschen in Bundesländern, an der Basis, Menschen, die einfach in der Zivilgesellschaft sind, hinter mich gestellt haben und das gemeinsam mit mir machen. Weil ich glaube, dass es auch ein wichtiges Zeichen ist für viele junge Menschen, die sich überlegen, in die Politik zu gehen, dass man, wenn es schwierig wird, nicht einfach allein im Regen stehen bleibt. Sie machen ja Veranstaltungen, Sie touren durch Österreich. Wie oft werden Sie eigentlich damit konfrontiert von den Leuten da draußen? Ich muss Ihnen sagen, gar nicht so oft. Also ich würde sagen, wahrscheinlich im Bundesland ein, zwei Mal, aber dann auch oft ein, hey, wie war denn das? Der Wunsch nach Einordnung, der Wunsch, das zu verstehen. Und das kann ich total nachvollziehen, dass da einfach in den letzten Wochen so viel Berichterstattung passiert ist, da kennt sich ja dann auch wirklich irgendwann niemand mehr aus. Und dieses Gefühl von Verwirrung, das teile ich und verstehe ich auch extrem. Ich muss sagen, ich bin öfter auf Norwegen angesprochen worden, tatsächlich. Okay. Was auch ein bisschen hängen bleibt, sind diese Chatnachrichten und da insbesondere dieses Muhaha. Ist das etwas, glauben Sie, was Sie nicht mehr loswerden in Ihrer politischen Karriere? Es ist ein Wort, das man gelegentlich in lockeren Chats mit Freundinnen und Freunden sarkastisch verwendet. Und das habe ich auch getan. Es symbolisiert, dass man irgendwas, was man schreibt, nicht sonderlich ernst meint. Ich weiß nicht, ob es mir bicken bleibt. Das werden wir sehen. Aber ich versuche gerade diese Muhaha-Saga ein bisschen gelassen zu nehmen. Dennoch hat das Ganze einen durchaus ernsten Hintergrund. Da stand auch der Vorwurf im Raum, dass Sie einen Fraktionswechsel planen würden oder gedacht haben, ihn anzudenken zumindest, nämlich von den Grünen zur Linksfraktion. Sie haben dann gesagt, in den Chats ist das irgendwie nur ein Teil auszugsweise dargestellt. Der Standard hat aber gesagt, er hat mit vielen Zeugen und auch Beteiligten gesprochen, dass sie das auch in anderen Gesprächen immer wieder anscheinend dieses Gedankenspiel zumindest sehr ernsthaft mit denen besprochen haben. Nein, das muss ich ganz hart zurückweisen. Ich habe nie drüber nachgedacht, zur Linksfraktion zu gehen, nie ernsthaft drüber nachgedacht. Es haben Leute drüber Späße gemacht, weil viele Menschen in meinem Umfeld kein besonders großer Fan von dieser Kandidatur waren. Das sehen wir jetzt auch auf offener Bühne, was das heißt. Weil Menschen Mitglieder von anderen Parteien sind, weil Menschen verschiedene Meinungen zu den Grünen grundsätzlich haben. Und ich finde total okay, dass Leute festgestellt haben, dass sie diese Kandidatur nicht gut finden in meinem Umfeld. Jetzt mit privaten Nachrichten an die Öffentlichkeit zu gehen, um ein Bild zu zeichnen, das einfach nicht stimmt, finde ich ehrlicherweise bezeichnend. Also zum Beispiel, es gibt eine Situation, wo wir am Abend zu dritt zusammengesessen sind, wo von einer anderen Seite gekommen ist, von einem ehemaligen SPÖ-Mitglied, so, ja, das wäre doch lustig zur Linksfraktion, haha. Aber ich habe mich nie dazu verhalten. Ich bin im Februar, Anfang Februar, das erste Mal in Lyon gewesen beim Kongress der Europäischen Grünen und habe seit Anfang der Kandidatur gemeinsam mit Tom Weitz schon besprochen, welche Ausschüsse Sinn machen. Habe alle wichtigen Menschen aus der Grünen Fraktion kennengelernt und ich dementiere das. Die Grüne Fraktion kann bezeugen, dass ich von Anfang an in sehr konkreten Gesprächen mit ihnen war, wie wir das weiter aufbauen und wie wir danach auch weiter tun im Europäischen Parlament. Und die Linksfraktion hat das ausgeschlossen, also dass ich irgendwie ein Gespräch mit jemandem geführt hätte. Das heißt, ich weiß nicht, woher das kommt. Und wenn das aus Spaß im Raum gestanden ist, dann war es auch wirklich nie mehr als ein Spaß und der ist nicht von mir gekommen. Aber jetzt sagen Sie, wissen nicht, woher das kommt. Es gab ja sowohl von Ihnen, also von der Generalsekretärin, also von Werner Kogler, doch da zuletzt immer wieder Wortmeldungen, dass Sie
vermuten alle, dass das aus dem politischen Bereich gestreut wird. Die SPÖ wurde da genannt, die KPÖ wurde da genannt. Wen vermuten Sie denn dahinter? Sind Sie der Meinung, das ist eine politische Kampagne, die da derzeit gefahren wird? Naja, ich weiß ja, woher diese Chatnachrichten kommen, die etabliert sind. Und das sind natürlich, es sind ehemalige Freundinnen und Freunde, die offensichtlich enttäuscht sind über die Kandidatur. Die aus dem KPÖ und der SPÖ-Umfeld sind. Die aus dem KPÖ und SPÖ-Umfeld sind. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine Kampagne, die von der SPÖ kommt. Es sind, glaube ich, einfach Einzelpersonen, die das vorantreiben, die das tun. Und dass wir an einem Punkt sind, dass wir in einem Wahlkampf sehr viel über Nachrichten reden, die eben einzeln an Medien verschickt werden, ohne die zu kontextualisieren, einfach um mir zu schaden und um ein Licht auf mich scheinen zu lassen, wie es einfach nicht war, finde ich total schade, ehrlich gesagt. Aber gut, ich glaube, so ist es jetzt. Ich habe mich dazu verhalten, ich habe das aufgeklärt. Ich kann versprechen, ich bin mittlerweile bald sogar offiziell grünes Mitglied. Ich habe den Antrag gestellt. Ich habe den Antrag gestellt, der Antrag liegt beim Wiener Landesvorstand. Man muss bei den Grünen sich bei einem Landesvorstand melden, wenn man Mitglied werden möchte. Und man kann sich darauf verlassen, dass ich eine starke grüne Stimme in diesem Parlament sein werde. Das war von Anfang an der Plan. Und ich freue mich jetzt auf die Arbeit, die da kommt und auch auf die nächsten Tage noch Wahlkampf und Laufen und Rennen mit Herz fürs Klima. Apropos, dann kommen wir gleich zum Wahlkampf. Da gab es zuletzt ein Interview Ihres Kollegen auf der Liste, Listenzweiter Tom Weitz, und der hat gemeint, er kann sich durchaus auch vorstellen, Delegationsleiter zu werden. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Tom Weitz Delegationsleiter der Grünen Fraktion wird? Auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an gesagt, wir schauen dann, wie wir weiter tun, und haben von Anfang an diese Kandidatur auch als Team gemacht. Also ich muss ja auch sagen, Tom Weitz, der Listenzweiter, hat von Anfang an mit mir, wir waren in Brüssel in Besuchen, wir haben gemeinsam besprochen, welche Ausschüsse in der Delegation Sinn machen. Wir haben uns gemeinsam angeschaut, zum Beispiel, welche Länderdelegationen spannend werden könnten in Zukunft. Und deswegen natürlich, also Delegation ist was, das kann er machen, das kann ich machen. Und wir haben beide ganz ergebnisoffen gesagt, das besprechen wir nach der Wahl, wie wir dann damit umgehen. Aber das heißt, für Sie ist nicht in Stein gemeißelt, dass Sie die Delegationsleitung übernehmen, wenn Sie nach Brüssel gehen? Es ist neben einer riesigen Aufgabe, nämlich das erste Mal EU-Parlamentarierin sein, und diese Aufgabe nehme ich extrem ernst, nochmal Verantwortung, nochmal mehr Arbeit, und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns das zu zweit teilen. Ich kann mir total vorstellen, das zu machen, und Tom hat auch angekündigt, wenn ich das machen will, mich dabei zu unterstützen, aber wir werden nach der Wahl einfach sehen. Aber das heißt, Ihre Präferenz wäre, dass man es teilt? Ich glaube, genau, wir werden einfach schauen, wir werden, so wie wir das bisher gemacht haben, als starkes Team und gemeinsam arbeiten. Ein erfahrener EU-Politiker in der Landwirtschaft, in der Außenpolitik, und ich als junge Stimme der Zivilgesellschaft. Ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Team. Da gab es jetzt auch alle möglichen Szenarien, die in Medien erschienen sind, wer wie wen überholen könnte, wenn er gewisse Vorzugsstimmen hat. Was ist denn eigentlich, wenn die Grünen nur ein Mandat haben und Tom Weitz sie überholt? Würden Sie dann darauf verzichten, auf Ihr Mandat? Geht er dann nach Brüssel? Naja, ich glaube, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Das besprechen wir nach der Wahl. Jetzt kämpfen wir noch um die 3 Mandate. Wir haben noch ein bisschen Zeit, und die werden wir nutzen, die werden wir aufholen. Und das Szenario ist eins, das werden wir uns nach der Wahl überlegen. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir jetzt noch ordentlich anzahlen können. Okay, kommen wir auch zu den Inhalten, weil darüber wollen wir ja auch sprechen. Das freut mich besonders. Jetzt wird in der Regierung gerade recht heftig diskutiert, ist fast untertrieben, gestritten, muss man eigentlich sagen, über das Renaturierungsgesetz. Soll Leonore Gewessler Ihrer Meinung nach auch ohne Zustimmung der ÖVP auf EU-Ebene diesem Renaturierungsgesetz zustimmen? Sobald sie das kann. Das bedeutet, im Moment ist sie noch immer gebunden an einen intakten Beschluss der Landeshauptleute. Ja. Das heißt, wir haben eine Einstimmigkeit, wenn alle Landeshauptleute, ich glaube, das ist, also mir war das auch lange nicht klar, deswegen versuche ich es ein bisschen zu erklären. Wenn alle Landeshauptleute in Österreich sagen, die Ministerin darf dem Gesetz nicht zustimmen, dann ist sie gesetzlich dran gebunden. Jetzt hat die SPÖ ja angekündigt, ihre Blockadehaltung zu lösen in Kärnten und in Wien. Das ist bis jetzt schriftlich nicht so passiert. Da braucht es eine neue Stellungnahme, dann kann sie das gesetzlich. Mhm. Wenn die erfolgt, und da würde ich den Michi Ludwig und den Peter Kaiser wirklich inständig darum bitten, dann wird die Leonore Gewessler da zustimmen. Und das unterstütze ich natürlich auch gegen den Koalitionspartner, weil worum geht es da am Ende des Tages? Darum geht es am Ende des Tages darum, ob wir unsere Böden renaturieren. Das heißt, das ist eine Frage von Ernährungssicherheit. Ob wir eine intakte Natur haben, ob wir Insekten haben, die dafür sorgen, dass wir noch was zu essen haben. Da geht es um die Frage, ob wir sauberes Wasser haben. Da geht es um die Frage, ob wir in Zukunft dafür sorgen,
dass wir eine Natur, eine Lebensgrundlage haben, auf der wir noch leben können oder nicht. Dieses Renaturierungsgesetz ist essentiell. Da geht es darum, dass 20% der Böden renaturiert werden sollen. Das heißt, Boden entsiegelt. Wir sind zwar nicht Europameister im Fußball, aber wir sind immer im Spitzenfeld in der Bodenversiegelung. Wir müssen dafür sorgen, dass Moore wieder eingewässert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Wälder aufgeforstet werden. Und ja, dafür braucht es diesen Beschluss. Und ich weiß, dass Leonore Gewessler mutig genug ist, das zu tun. Die ÖVP sieht das naturgemäß etwas anders. Die sagt, dieser Renaturierungsgesetzesvorschlag der EU, der gefährdet beispielsweise die Landwirtschaft hier, der würde Lebensmittel teurer machen. Die Argumente der ÖVP, die wischen Sie einfach so vom Tisch, vom Landwirtschaftsminister Totschny? Das war ein sehr langer Verhandlungsprozess im EU-Parlament. Und die Europäische Volkspartei hat eine extreme Kampagne gegen dieses Gesetz gefahren. Und zwar so eine Kampagne, dass 6.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen offenen Brief geschrieben haben, dass man doch bitte diese Argumentationen beendet. Das heißt, da werden ganz viele Dinge nebeneinander gestellt, die so einfach nicht stimmen. Man hat sich dieses Gesetz sehr gut überlegt. Und natürlich wird man in der Umsetzung darauf schauen, dass es nicht heißt, dass Nahrungsmittel teurer werden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir dafür sorgen, dass wir selber in Österreich noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gut produzieren können. Und zwar so, dass es langfristig funktioniert. Also ich würde sagen, da sollte die ÖVP noch mal ihre Hausaufgaben machen. Was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt beim Klimaschutz passieren? Wenn Sie in Brüssel sind, auf was würden Sie besonders den Schwerpunkt legen jetzt die ersten Monate? Das Erste ist tatsächlich die Mobilität bzw. der Verkehr. Der Verkehrssektor ist der, in dem die Emissionen seit den 90er Jahren am meisten steigen. Das heißt, wir sehen, in allen anderen Bereichen haben wir schon einiges auch geschafft. Aber gerade im Verkehrsbereich würde es total was geben, das man tun muss. Nämlich zum Beispiel Zugverbindungen in Europa ausbauen, ausfinanzieren, auch ehrlicherweise effizienter machen. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich ein Zugticket buchen will, das irgendwie nicht über Ländergrenzen hinweg gescheit funktioniert. Und wir haben einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, weil wir wissen, dass Züge im Vergleich in Europa zum Teil 30 Mal teurer sind als Flüge. Das nennen wir Europatarif. Das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, wenn man zwischen Hauptstädten fahren will, zum Beispiel Wien und Berlin, dass man nur 10 Cent pro Kilometer bezahlt. Das heißt, wir könnten am Wochenende von Wien nach Berlin fahren und es wird 68 Euro kosten, statt weit über 100. Das heißt, da geht es um eine Frage von Leistbarkeit. Das ist eines der ersten Projekte, die ich auch angehen möchte. Und deswegen ganz, ganz großes Thema natürlich Verkehr. Ich habe mit dem Herrn Lobatka in den letzten Wochen sehr viel über das Verbrenner aus diskutiert. Und auch da würde ich sagen, wir brauchen eine langfristige Transformation. Und das heißt, den Ausbau von öffentlichem Verkehr offensichtlich, weil die Bahn ist die beste Art der Elektromobilität. Und dann aber natürlich auch eine Wende hin, wo wir wegkommen vom Verbrenner bis 2035. Und ganz, ganz anderes großes Thema, haben wir gerade schon drüber geredet, die Renaturierung, dass wir unsere Natur erhalten und die Zukunft für die nächsten Generationen auch sichern. Ich finde, das sind wir unseren Kindern schuldig. Da gibt es auch den Flugverkehr. Müsste Fliegen Ihrer Meinung nach eigentlich teurer werden innerhalb der EU? Wären Sie dafür, dass die Flugticketpreise erhöht werden und diese Billigflüge verboten werden beispielsweise? Ich finde in erster Linie, dass wir dafür sorgen sollten, dass Züge billiger werden, damit man die Wahlfreiheit hat. Im Moment nimmt man den Leuten ja ein Stück weit die Wahlfreiheit, wenn ich entweder um 35 Euro irgendwo hinfliegen kann oder wenn ich viel mehr zahle und der Zug dann noch unzuverlässig und unpünktlich ist. Das heißt, für mich geht es in erster Linie um Wahlfreiheit. Und wir sehen ja auch, wenn man ein Klimaticket hat, wenn die Öffis billiger und besser werden, dann fahren mehr Leute. Ganz einfach. Das heißt, ich würde darauf setzen, den Menschen die Freiheit zu geben, zu entscheiden. Aber Privatjets wollen Sie verbieten? Privatjets, das ist auch was, das in der Kommission diskutiert wurde, sehr intensiv. Ich finde schon, dass wir darüber reden müssen, ob es Privatjets wirklich braucht. Und wir wissen, die reichsten 10% dieser Weltbevölkerung verursachen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Und da geht es ja um Verhältnismäßigkeit. Also ein Privatjetflug muss man wirklich? Meine Antwort wäre nein. Vor allem, weil diejenigen, die am meisten unter der Klimakrise leiden, und deswegen ist es mir so ein großes Thema, die Menschen sind mit wenig Einkommen. Es sind die Menschen, die in engen Wohnungen, in dicht bebauten Gebieten wohnen und im Sommer nicht mehr vor die Tür gehen können. Das sind die Menschen, die in intensiven Berufen zum Beispiel auf Baustellen hackeln. Die Klimafrage ist die soziale Frage unserer Zeit und deswegen geht es auch da um Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Weiteres Thema, das diese EU-Wahl dominieren wird, ist Asyl und Migration. Da haben wir ja schon öfters gesprochen, zuletzt auch in den Duellen bei uns, haben Sie das gesagt. Sie sind gegen diesen EU-Migrationspakt, diesen Deal, der da abgeschlossen wurde. Aber was soll denn jetzt Ihrer Meinung nach passieren? Weil dass wir ein
sage ich mal, Problem haben mit zu viel auch ungesteuerter Migration nach Europa, ist ja, glaube ich, unbestritten. Das nehme ich an, werden Sie auch so sehen. Aber was wollen Sie tun, um das einzudämmen? Ja, jetzt ist dieser Asyl- und Migrationspakt ja beschlossen. Daran werde ich mich auch halten. Und jetzt geht es darum, den so gut wie möglich auszugestalten. Da drin stehen ein paar Punkte, denen wir ja auch zugestimmt haben in der Fraktion und die ich auch gut finde. Zum Beispiel steht da drin ein Verteilungsmechanismus. Und da wird es darum gehen, dass endlich alle EU-Staaten bereit sind, entweder Menschen aufzunehmen oder dann Strafzahlungen leisten müssen, wenn sie das nicht tun. Und da wird es zum Beispiel darum gehen, dass ein Viktor Orban endlich auch ein Teil dieser Europäischen Union wird und auch mit an einem Strang zieht. Es kann ja wohl nicht sein, dass der sich hinstellt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Das heißt, da geht es erstens darum, Verteilungsmechanismus in allen EU-Staaten durchsetzen. Zweitens wird es darum gehen, faire und schnelle Asylverfahren wirklich voranzutreiben und da aber auch darauf zu schauen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Relativ simpel. Also es klingt simpel, es ist leider nicht simpel. Und drittens dann tatsächlich über entweder, wenn ein Asylverfahren negativ ist, über Rückführungsabkommen zu reden, die man auch gemeinsam verhandeln muss. Bin ich dabei, wenn das wirklich so ist? Oder über Integration reden. Wir haben die letzten Jahrzehnte auch Integration verpasst. Und ich will nicht weiter über dieses Thema reden und Lehrerinnen und Lehrer alleine lassen mit dieser Aufgabe. Ich will nicht noch 10 Jahre über das Problem reden, ohne Menschen, die wirklich daran arbeiten, in der Integration zum Beispiel. Es sind in der Elementarpädagogik, Lehrerinnen, überall da, wo es eben auch schwierige Situationen gibt, da muss man unterstützen und da muss man was machen, von Sprachkursen zu eben aber auch einer schnelleren Arbeitserlaubnis. Und da gibt es ganz, ganz viel, was zu tun ist. Braucht es eigentlich sowas wie eine Asylobergrenze Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass das ein Wort ist, das viel verwendet wird. Ich glaube, dass es nicht durchsetzbar ist. Das wird immer wieder von Menschen verwendet, aber wenn man dann fragt, wie das umsetzbar sein soll, sind alle so, schwierig. Also vielleicht reden wir über Lösungen, die tatsächlich rechtlich auch möglich sind und die wir umsetzen können und nicht über irgendwelche Luftschlösser oder Festungen, die irgendwer bauen will. Kommen wir noch zu einem ganz aktuellen Thema. Die USA haben der Ukraine nun die Erlaubnis gegeben, mit US-Waffen in Russland anzugreifen. Sollte die EU auch so eine Erlaubnis erteilen der Ukraine, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass das die Europäische Union gemeinsam nicht tun wird. Ich finde auch gut, dass wir als Österreich, als neutraler Staat, das nicht tun. Das ist auch relativ simpel, dass wir das nicht tun. Ich glaube, das ist vor allem eine Frage von, wie wird dieser Krieg weitergehen. Und wenn wir auf die Situation in der Ukraine schauen, dann habe ich schon ordentliches Bauchweh. Also wir sehen, seit 2 Jahren wütet ein Angriffskrieg von Putin auf ukrainischem Boden, auf europäischem Boden. Und was wir bis jetzt gemacht haben, und ich glaube, das müssen wir auch weiterhin machen, ist, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel, den Menschen der Zivilbevölkerung dabei helfen, wieder ein normales Leben zu führen, von Schulen wieder aufbauen, Stromnetze aufbauen, Infrastruktur aufbauen, Stromaggregate in Spitäler schicken. Da sterben ja am Ende des Tages Menschen. Und das ist eine extrem schwierige Situation. Und leider, wenn man zum Beispiel Putin oder seinem Stab im russischen Fernsehen zuhört, dann klingt das nicht danach, es würde bei der Ukraine aufhören. Da wird geredet von weiteren Angriffen, da wird geredet von Dingen, die mir ehrlich Sorgen machen. Und deswegen kann ich verstehen, warum die beiden Staaten sich so verhalten haben. Ich halte es aus Sicht der Europäischen Union eigentlich für unmöglich, das zu tun. Soll die Ukraine eigentlich Teil der Europäischen Union werden, Ihrer Meinung nach? Ich finde wichtig, dass man darüber redet, wie mehr Staaten und auch die Ukraine Teil der Europäischen Union werden können. Aber wir haben Kopenhagener Kriterien. Wir haben ganz klare Kriterien, die notwendig sind, damit ein Land der EU beitreten kann. Und die gelten für alle gleich. Aber man kann die Ukraine durchaus dabei unterstützen, diesen Weg ein Stück mitzugehen. Ja. Aber jetzt nicht im Sinne eines Schnellverfahrens. Sie sagen, für alle gleich. Da soll niemand einen Vorteil bekommen. Ich finde wichtig, dass wir die Perspektive geben, aber es gibt eben Kriterien, ja. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Sie hatten beim letzten Mal die Grünen 3 Mandate. Was ist denn Ihr Wahlziel? Bleiben es die 3 Mandate oder haben Sie das mittlerweile nach unten revidiert? Nein, natürlich nicht. Es sind natürlich noch immer die 3 Mandate. Konkret sind es 500.000 Stimmen, die unser Wahlziel sind für den Klimaschutz, für den Erhalt unserer Demokratie. Und ich hoffe, ein bisschen dazu beitragen zu können, dass Menschen Vertrauen fassen und mit Herz wählen.
Aber die 500.000 Stimmen, glauben Sie, die sind nach wie vor realistisch? Weil in den Umfragen muss man sagen, zuletzt sind die Grünen doch deutlich nach unten gegangen. Wir haben zum Beispiel die Lazarsfeld-Umfrage hier diese Woche gehabt, da liegen sie jetzt bei 9%, also unter 10%. Sie glauben dennoch, dass diese 500.000 Stimmen drinnen sind am 9. Juni? Ich werde dafür kämpfen bis zum letzten Tag, wie eine Löwin. Gibt es eigentlich irgendein Wahlergebnis, wo Sie sagen, das wäre so enttäuschend für Sie, dass Sie dann nicht nach Brüssel gehen würden? Ich habe diese Entscheidung getroffen und bin diesen Schritt in die Kandidatur gegangen, mit dem Ziel, bestmöglich Klima- und Sozialpolitik in der Europäischen Union zu machen. Und das möchte ich auch tun. Ich werde mein Mandat annehmen. Ich wünsche mir aber, und das sind jetzt die letzten Tage, die auch zählen werden, dass das gut ausgeht. Und ganz zum Schluss noch, was mich interessieren würde, würden Sie eigentlich noch einmal für die Grünen kandidieren, wenn Sie das alles gewusst hätten, was da jetzt auf Sie zugekommen ist in diesen letzten Wochen? Ja. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil es mir darum geht, Politik zu machen. Ich weiß, bin damals 2019 mit Fridays for Future in 150 Ländern mit Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich einzusetzen, das, was wir auf der Straße verhandelt haben, das, was wir in Schulen verhandelt haben, das, was wir mit Betrieben verhandelt haben, wie Transformation ausschauen kann, ein Stück weitertragen kann und einen Hebel dafür kriege, dann werde ich das machen. Und ich glaube, da geht es viel weniger um ein persönliches Befinden, sondern ganz klar um die Frage von, wie Politik ausschauen soll. Und dafür habe ich eine sehr klare Vision. Und allerletzte Frage noch. Iva Klawischnik, ehemalige Grünen-Chefin, hat zuletzt gemeint, bis zum 9. Juni, da ist sozusagen Wahlkampfmodus etc., aber danach sieht sie ein bisschen, oder hat sie die Sorge, so hat sie es ausgedrückt, dass sie da in ein Loch fallen könnten. Befürchten Sie das auch? Wie werden Sie denn dann nach dem 9. Juni weiter tun? Naja, zunächst ist relativ kurz danach, nämlich gleich ein paar Tage nach der Wahl, die erste Fraktionssitzung von den neu gewählten Grünen in Brüssel. Das heißt, ich werde am Anfang sehr wenig Zeit zum Durchschnaufen haben, sondern mich gleich der Arbeit mit der Fraktion widmen. Und danach ist vielleicht auch mal ein kurzer Urlaub drin und kurz irgendwo in der Sonne liegen und ein bisschen das Wasser genießen. Ich glaube, das tut mir doch auch ganz gut. Darauf freue ich mich schon, muss ich gestehen. Aber nicht mit dem Flugzeug, wie ich Sie kenne. Nein, natürlich mit dem Zug. Frau Schilling, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön, vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Und zwar mit dem Prozess rund um Donald Trump. Das war gestern der Paukenschlag weltweit. Donald Trump ist schuldig. Und das Ganze wird gleich analysiert in allen Details mit Österreicher Herausgeber Wolfgang Fellner, Herbert Bauernebel, der OE24-Korrespondent, der diesen Prozess live in New York verfolgt hat, und unserem Außenpolitik-Experten Karl Wendel. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.